Damals lebte ich in Kalifornien. Über die Feiertage wollte ich zum Haus meiner Eltern fahren. Sie lebten in einem anderen Staat als ich. Auf meinem Weg sah ich eine alte Bar. Außen stand ein Schild mit der Aufschrift »Gratis Drinks«. Ich bin übrigens keine besonders große oder kräftige Frau und ich gehe nicht oft nach draußen. Ich dachte mir, warum nicht? Denn ich war ziemlich durstig. Nachdem ich eingetreten war, sah ich, dass es nur wenige Gäste gab. Dort war nur ein Mann, der an einem Tisch saß, sowie der Barkeeper. Jetzt, wo ich an die Situation zurückdenke, erinnere ich mich, dass die beiden sich immer wieder anschauten. Während ich auf den Barkeeper zuging, stand der Mann am Tisch zögernd auf. Während ich kurz zu ihm hinübersah, merkte ich, dass er mir mit einem gruseligen Grinsen im Gesicht direkt in die Augen starrte. Ich fragte den Barkeeper, was mit dem Typen los sei. »Ich weiß nicht. Der Mann ist gerade erst reingekommen«, sagte er unschuldig. Dann dämmerte es mir. Der Mann war nur meinetwegen hier. Ich rannte nach draußen, um nach meinem Auto zu sehen. Doch es war weg. Ich wusste, dass der Mann, der am Tisch saß, meinen Wagen gestohlen hatte. Nachdem ich wieder nach innen gerannt war, um mit dem Barkeeper zu sprechen, sah dieser aus, als wüsste er bereits, was los war. Während ich in meinem Kopf versuchte, alle Informationen, die ich hatte, zu ordnen, dämmerte es mir. Der Barkeeper und der Mann arbeiteten sicher zusammen. Der Barkeeper stand auf und rannte mit demselben gruseligen Grinsen auf mich zu. Ich drehte mich um und rannte um mein Leben. Es fühlte sich an, als wäre ich stundenlang gerannt. Ich drehte mich um und sah, dass der Mann direkt hinter mir war. Dann sah ich ein Polizeiauto. Zu meinem Glück saß ein Polizist im Wagen. Ich hob meine Hand, um seine Aufmerksamkeit zu erlangen, doch ich hatte kein Glück. Er sprach über Funk mit einem anderen Polizisten. Der Polizist veränderte seinen Gesichtsausdruck und fuhr davon. Ich schaute nach, ob ich noch immer verfolgt wurde. Hinter mir war niemand. Als ich mich wieder umdrehte, standen plötzlich beide Männer vor mir. Sie grinsten. Ich rannte in die andere Richtung, doch nun verfolgten mich zwei von ihnen. Nachdem ich etwa 3 Minuten gelaufen war, erreichten sie mich und der Barkeeper hielt mir den Mund zu. Als sie mich zu meinem Wagen schleiften, hörte ich in der Ferne Polizeisirenen. Der Barkeeper schubste mich auf den Boden, bevor er davonrannte. Nach nur wenigen Sekunden waren die Polizeiautos zu sehen. Es war das Letzte, was ich in dieser Nacht sah, denn danach fiel ich in Ohnmacht. Als ich aufwachte, war ich im Haus meiner Eltern. Im Wohnzimmer sprachen sie mit einigen Polizisten. Ich betrat den Raum und ein Polizist sprach mich an. Die beiden Männer, die meinen Wagen gestohlen hatten, waren aus einer nahegelegenen Psychiatrie ausgebrochen. Sie wollten mich in meinem eigenen Wagen kidnappen und in ein Haus nahe der Bar bringen. Die Polizisten fanden das Haus meiner Eltern, da einer von ihnen aufgrund eines Anrufs wegen Lärmbelästigung erst vor kurzem dort gewesen war. Er erkannte das Ziel in meinem Navi wieder. Die Polizei hat die beiden Männer nicht fassen können. Ich bin nie wieder in diese Bar gegangen. Hi, ich bin Jenny. Ich möchte euch von einer Erinnerung aus meiner Kindheit erzählen, die ich bis heute nicht richtig verarbeiten konnte. Ich wurde in Texas geboren und bin in Mexiko aufgewachsen. Meine Eltern wollten, dass ich in Mexiko lebte, also wohnte ich dort mit meiner Oma. Meinen Opa habe ich nie kennengelernt. Zum Zeitpunkt der Geschichte war ich etwa 13. Gerade hatte die Schule wieder begonnen. Nachdem der Unterricht zu Ende war, ging ich oft mit einigen Freunden Arcade Games spielen. Meistens wurde es recht spät und meine Oma wurde wütend, weil ich erst um 10 oder 11 Uhr abends nach Hause kam, obwohl ich am nächsten Tag zur Schule musste. Eines Tages ging ich nach der Schule wie üblich zu den Spielen. Doch an diesem Tag wurde es wirklich spät. Als ich um 1 Uhr nachts nach Hause kam, wartete meine Oma auf mich und sagte, »Wenn du nochmal so spät kommst, wird die weinende Frau kommen und dich holen.« Falls ihr die Geschichte nicht kennt, die weinende Frau ist eine Sagengestalt aus Mexiko. Hier wird sie als La Loria genannt. Angeblich hat sie ihren Ehemann dabei erwischt, als dieser sie betrogen hat. Daraufhin ertränkte sie ihre Kinder und sich selbst. Und angeblich kann man sie manchmal nachts hören, wenn sie weint und ruft. »Wo sind meine Kinder?« oder »Oh, meine Kinder!« Am folgenden Freitag ging ich wie immer zur Schule. Meine Freunde fragten, ob ich wieder mit zu den Spielen kommen würde, da sie den Geburtstag eines Freundes feiern wollten. Natürlich sagte ich ja.
Es war schon nach Mitternacht, als ich meinen Freunden erklärte, dass ich langsam los müsse. In Mexiko gibt es nicht besonders viel Straßenbeleuchtung, daher lief ich im Dunkeln nach Hause. Ich sah plötzlich einen meiner Schulfreunde, der mit einer Frau im weißen Kleid die Straße entlang ging. Sie hatte lange schwarze Haare und war wirklich hübsch. Als ich an ihnen vorüberging, sagte ich: "Guten Abend." Doch weder mein Freund noch die Frau antworteten mir. Ich fand das recht unhöflich, doch während ich durch die Dunkelheit lief, dachte ich mir: "Ach, wahrscheinlich hatten sie einfach einen schlechten Tag." Danach ging ich nach Hause, wo meine Oma erneut auf dem Sofa auf mich wartete. Ich beschloss, ihr von der Begegnung zu erzählen. Doch sie antwortete nicht und starrte mich stattdessen nur an. Ich ging duschen und dann ins Bett. Am nächsten Tag bat meine Oma mich, Gemüse fürs Frühstück einzukaufen. Also schnappte ich mir die Tasche, die sie mir entgegenhielt, und ging zum Supermarkt. Als ich an der Kasse stand, um zu bezahlen, sah ich ein Poster, auf dem der Freund abgebildet war, den ich in der Nacht gesehen hatte. Er wurde gesucht. Ich fragte die Kassiererin: "Hallo, wissen Sie, was mit dem Kind passiert ist, das gesucht wird?" Sie sagte: "Eine Frau im weißen Kleid hat ihn zum See gebracht und dort angeblich ertränkt." Mein Herzschlag setzte kurz aus. "Und was ist mit der Frau passiert?" Sie antwortete: "Die Polizei hat nach ihr gesucht, doch sie wurde nie gefunden. Es werden außerdem noch einige andere Kinder vermisst." Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, also zahlte ich und ging. Als ich wieder nach Hause kam, war meine Oma total geschockt. Sie sagte: "Siehst du, das passiert mit den Kindern, die nicht hören wollen. Die Frau ist kein Mensch." Ich antwortete: "Oma, hör mit diesen Geschichten auf. Ich glaube nicht daran." Ich wurde langsam wütend. Sie behauptete: "Eines Tages wirst du es selbst sehen." Ich ging in mein Zimmer und murmelte: "Ja, sicher." Ich arbeitete bis spät nachts an meinen Hausaufgaben, bis ich um etwa 3 Uhr morgens ein Schreien hörte. Es war eine Frau, die laut schrie und weinte. Ich hörte Folgendes: "Meine Kinder!" Dann schaute ich aus dem Fenster und konnte meinen Augen nicht trauen. Es war dieselbe Frau, die ich neulich in der Nacht gesehen hatte. Sie sah mich glücklicherweise nicht und ging dann in die dunkle Gasse, in der ich meinen Freund zuletzt gesehen hatte. Ich versteckte mich unter meiner Decke. Am nächsten Morgen erzählte ich meiner Oma davon und auch, dass ich ihr jetzt glauben würde. "Oma, du hattest recht. Ich habe sie letzte Nacht gesehen." "Ich habe es dir ja gesagt." Einige Monate vergingen und ich sah sie nicht wieder. Mittlerweile ist meine Oma leider verstorben. Ich bin nach Texas gezogen und wohne noch immer dort. Heute bin ich 17 Jahre alt, muss aber noch immer oft an diese Nacht denken.